Der Herbert Zimmermann hat es eigentlich richtig gesagt. Drei Sieger gibt es am heutigen Tag. Im Hintergrund schon Erik Wern, der das Rennen gewonnen hat. Aber die zwei Herren, die sich vorne umarmen. Der Lucas Di Grassi und der Daniel Abt. Die haben ein starkes Rennen gefahren und so am Audi-Team noch die Team-Weltmeisterschaft geholt. Drei Sieger, 43 Runden, ein super Rennen. Fabio, ziemlich ein bisschen durchschnaufen. Ja. Und am Schluss muss man sagen, einfach nur verdient aus Sicht von Audi. Ja, ganz klar. Von mir aus gesehen, dass mit dem Frühstart hat nie passieren dürfen. Besonders nicht in so einer Situation, wo man mit beiden Autos vor der Audi ist. Das heisst, man kann das Rennen ein bisschen taktieren. So zu früh losfahren, das ist ja, die Nerven, ganz klar die Nerven. Und er hat noch fast dazu geführt, dass der schon Erik Wern auch noch gezuckt hat und fast einen Frühstart gemacht hat. Weil das war keine Reaktionszeit für ihn. Er hat dort gezuckt und er hat einfach Glück gehabt, dass dann auch die Ampel ausgegangen ist. Weil sonst wären dann plötzlich beide Autos zuhinterst gewesen. Timmy, wir schauen uns den Jumpstart, wie es heisst, noch einmal an vom André Lotterer. Einfach ein bisschen zu früh losgefahren ist. Er passiert uns auch einmal auf der Straße mit dem eigenen Auto. Aber in dieser Situation ungünstig, Timmy. Ja, und also der deutsche Ausdruck für Jumpstart ist Frühstart. Ich bin nach wie vor nicht so sicher. Ich schaue jetzt ganz links den Jean-Éric Wern. Ja, für mich ist es eben gleich auch von ihm ein Fehlstart. Beim Lotto müssen wir nicht diskutieren, das ist ganz klar. Aber auch wenn ich es jetzt noch mal anschaue. Ja, also ich hätte mir durchaus vorstellen können, da, das ist der Lotto, kein Thema, dass halt eben auch der Jean-Éric Wern gebüßt wird. Aber meine, auf der anderen Seite hat es für uns um einiges spannender gemacht, das Rennen zu kommentieren, weil so ist es immer auf und ab gegangen. Es ist um Einzelpunkte gegangen und ja, wirklich extrem spannend. Aber unglaublich spannende Geschichte auch. Der andere Lotter, der hinten eigentlich verloren im Posten war. Sehr schwierig für ihn, das noch aufzuholen. Hast du es ihm zutraut gehabt oder hast du ihn von Anfang an eigentlich abgeschrieben? Nein, es war eigentlich wirklich nur noch die einzige Möglichkeit, gewesen, wenn ein Safety Car gekommen wäre. Das hätte noch passieren können. Das ist ja gestern auch schon passiert, dass plötzlich einer noch ein Auto in die Wand setzt. Dann hat er noch Chancen gehabt, sehr, sehr gute Chancen, weil er ist von der Rundenzeit her sehr schnell unterwegs gewesen. Aber ja, von den Positionen her war er sehr, sehr nah dran gewesen, aber von der Zeit eben nicht. Er ist irgendwie 20 Sekunden hinter dem höchste Fahrer gewesen und das einfach so aufzuholen ist unmöglich. Und darum hat er natürlich insgeheim auch darauf gehofft, dass noch ein Safety Car kommt. Aber es war nicht der Fall gewesen und darum war es für ihn von Anfang an eigentlich schon fast unmöglich gewesen, das wieder zurückzumachen. Was für eine mirakulöse UV-Jagd vom Audi-Team. Und schauen wir doch mal auf die Team-WM-Standings drauf. Von diesen zwei Teams, die wir eben heute davon hatten. Die Cheetah ist vorgelegen und jetzt sind sie um zwei Pünktchen zurück. Wahnsinnig spannend. Also Audi Sport Abt Schaeffler, das deutsche Team, 264 Punkte. Die Cheetah 262 Punkte. Besseren Hitchcock-Krimi hätten wir eigentlich nicht können haben. Also ich habe jetzt nur noch mal auf die Punktverteilung geschaut. Wenn der Lotterer nur noch einen Platz gewonnen hätte, wenn der statt 9. 8. geworden wäre, das wären die zwei Punkte Unterschied gewesen. Dann wären es punktgleich. Dann wäre auch wieder so ein Gerechne losgegangen mit, wer hat jetzt mehr Sieg und weiß ich was. Also, so auf die Spitze treiben kann man es eigentlich fast nicht, wie jetzt das in dieser Team-WM gegangen ist. Ja, so ist es gesehen und dann schlussendlich eben die Cheetah mit dem schlechteren Ende für sich. Grosser Jubel in der Garage von Audi. Und schauen wir doch noch auf die zwei Herren, die wir da hinten an der Wand haben, und zwar Lucas Di Grassi und Sebastian Buemi. Das ist noch so ein Privatduell, wo wir uns angeschaut haben. Die Rivalität heute ist nicht ganz so ausgespielt worden, beziehungsweise Timmy, da hat einer die bessere Karte gehabt oder das bessere Auto. Ja, selbst auf alle Fälle. Also ich würde jetzt nicht aufgrund von dieser Szene irgendwie daraus schliessen, wer der bessere Fahrer ist. Aber ich glaube, in dieser Saison ist über alles gesehen Audi einfach auch das bessere Auto gewesen wie der Renault. Ich glaube nicht, dass der Sebastian Buemi im Vergleich zu den anderen Jahren ein schlechterer Fahrer geworden ist. Aber er hat in den letzten Rennen, wo Audi auftrumpft hat, hat keine Chance mehr gehabt. In keinem Duell oder in keinem Vergleich, wo es gegeben hat, er gegen einen von den Audis, ob es die Grassi oder der Abt war, hat immer den Kürzer gezogen. Und das kann nicht nur allein am Fahrer liegen.
enorm bitter aus Sicht von Sebastian Buemi. Schauen wir auch dort auf die aktuelle WM-Rangliste, wie sich das Rennen heute als 12. auswirkt auf das Schlusstableau. Jean-Éric Vienne, 198 Punkte, Weltmeister. Gratulation noch einmal von dieser Stelle. Lucas Di Grassi, 2. Platz, 144 Punkte. Und dort 1 Pünktchen auf den 3. platziert Sam Bird. Sebastian Buemi, 4. Daniel Abt bleibt 5. Ganz, ganz knapp, der Sam Bird. Fabio, das muss man noch erwähnen. Gestern hat er um einen Titel gekämpft, heute nur noch 3. Also bitterer hat das Wochenende nicht können laufen. Ja, ein Wochenende zum Vergessen. Ganz klar, er hat vorher schon angekündigt, dass sie hier Probleme werden haben. Von mir aus gesehen nicht wirklich so verständlich, wieso dass man schon so negativ ins Wochenende geht. Vielleicht ein bisschen zu negativ. Aber ganz klar, sie sind das Wochenende zu langsam gewesen, zu schwach gewesen. Und er ist heute einfach auch wieder viel zu langsam gewesen. Und am Schluss die Grasse viel, viel schneller. Und dass er wegen einem Punkt, dass er noch den Platz verloren hat, ist natürlich sehr, sehr frustrierend. Weil am Anfang hat sich alles nur um ihn gedreht und um Jean-Éric Vienne. Und plötzlich ist hier der lachende Dritte in der Zweiten. Da gibt es noch eins. Ab in die Ferien ein bisschen vergessen. Und früher gibt es noch eins. Die Kopfhörer noch einmal anlegen. Wir nehmen die Podiums 4 mit. Dort wird nämlich nicht nur der Jean-Éric Vienne gefeiert heute Abend. Bekommt er den Pokal, sondern auch noch die 3 Besten. Plus der Alain Magnisch, den wir schon im Bild sehen. Der Team verantwortlich von all die sich feiern. Ich würde sagen, Zimi, Fabio, let's go. Ein absolut dramatisches Finale für diese Formel-E-Saison. Der Weltmeistertitel der Fahrer, der war schon gestern entschieden. Aber wie heute der Kampf um die Teamwertung auf die Spitzen getrieben wurde und der Kampf um Platz 2. Das war jetzt wirklich also das Engste. Ja, und ich sehe, wo ich den Rechnungsfehler gemacht habe. Ich habe vorher mal noch probiert herauszufinden. Eigentlich müsste ja Bird als 9. gleich viele Punkte haben insgesamt wie Lucas Di Grassi. Aber er ist ja nur 10. geworden, denn Lotterer hat ihm ja den 9. Platz noch weggeschnappt. Also nicht Punktgleichheit auf den Plätzen 2 und 3, sondern ein Punkt Vorsprung für Lucas Di Grassi. Ja, so. Seine einzige Chance wird jetzt eigentlich noch sein, dass vielleicht eventuell noch etwas wird sein mit einem Pilot, dass er im Nachhinein noch eine Strafe bekommt oder Auto irgendetwas auch nicht korrekt ist. Aber das ist natürlich nur Hoffen. Aber ja, es ist natürlich sehr, sehr frustrierend, jetzt wegen einem Pünktchen noch den 2. Platz abzugeben. Vielleicht wird ja noch einmal der Start angeschaut von Jean-Éric Vienne. Das Team wird natürlich alles versuchen, das ist ganz klar. Die werden natürlich jetzt schauen, wer hat irgendwo etwas gemacht, wo man könnte eventuell etwas irgendwie machen. Aber so wie es aussieht, wird das natürlich so eintreffen, dass er den 2. Rang verloren hat. Das war der Teamchef von Tichita, den wir da gesehen haben. Er kann schon wieder lachen. Er steht auf dem Podest als Vertreter des siegreichen Teams am heutigen Tag. Das hier jetzt die Siegerehrung für die Fahrer, die aufs Podest gekommen sind. Daniel Abt, der hat Sebastian Buemi nicht überholen können. Das haben wir jetzt gar nicht weiter angeschaut. Das ist auch noch relativ knapp geworden. 9 Punkte war die Differenz. Ja, er hat 3 Punkte aufgeholt, also 6 Punkte Vorsprung von Sebastian Buemi auf Platz 4 gegenüber Daniel Abt auf Platz 5 in der Fahrer-WM. Heute Daniel Abt 3. und damit auf dem kleinsten Podest stehend. Lucas Di Grassi, letztes Jahr Weltmeister, dieses Jahr WM-2. und heute im Rennen 2. nach einem fast schon epischen Kampf gegen Jean-Éric Vienne. Die Geste vorher von Lucas Di Grassi, der Fingerzeig auf den Aufdruck Audi, sagt natürlich alles. Okay, er ist jetzt zwar WM-2. geworden und im Rennen 2., aber wichtig ist, Audi ist Teamweltmeister geworden. 4. Sieg in dieser Saison für Jean-Éric Vienne. Auch eine eindrückliche Bilanz
4 Siege in total 12 Rennen. Und so werden wir heute zum zweiten Mal die Marseillaise hören für einen siegreichen Franzosen. Sowohl in Russland ist die Marseillaise erklungen für Fußballweltmeister Frankreich. Und hier wird das dann auch gleich der Fall sein. Und daneben dann auch noch die chinesische, nämlich für das siegreiche Team des heutigen Tages. Aber da greife ich jetzt etwas vor. Jetzt La Marseillaise! Kurzer Applaus und dann kommt die nächste Hymne. Etwas fremdere Klänge, aber auch schon oft gehört, die chinesische Nationalhymne. Jetzt werden dann noch die Fans vergeben. Leider heute nicht auf dem Podest Schweizer Vertretung. Sebastian Buemi, nur Vierter. Der Pokal für das siegreiche Team an Tichita. Aber eben aus Sicht der Chinesen leider nur siegreich im Rennen. Fabio, mit all diesen Trophäen, die man da bekommt, was passiert da? Nimmt man die einerseits einmal im Handgepäck mit oder wie reisen solche Teile? Es kommt immer darauf an, natürlich, aber der Pilot nimmt noch am allerliebsten immer persönlich mit, wenn er noch Platz hat. Aber natürlich das Risiko ist, dass er vielleicht kaputt würde. Aber normalerweise nimmt das Original das Röntgen und sie machen eine Kopie und die Kopie bekommen er. Der eigentlich für daheim. Aber die Frage ist, ob man da noch Platz hat. Eben, für daheim. Ich weiß von den Schwingern, die dafür ihre Gaben zum Teil sogar ihre Häuser anbauen müssen. Hast du auch schon anbauen müssen für deine Trophäen? Ich habe eigentlich sehr, sehr viel Pokal müssen leider in der Kartonkiste und einfach mal im Keller verstauen, bis ich mal ein Haus bauen will, weil der Platz ist bei mir ausgegangen. Aber ich habe natürlich so die ganz Speziellen habe ich natürlich immer noch bei mir oben. Aber irgendwann muss man halt auch mal aussortieren. Das obligatorische Selfie von Lucas Di Grassi. Und jetzt geht's aber weiter mit den Ehrungen. Jetzt die Siegerehrung für die siegreiche Marke. Alan McNeish erhält die Trophäe, die hart erarbeitete und wir dürfen sagen, auch mit einem gewissen Schweizer Anteil versehen, denn Gianni Bianchi, der für uns noch begonnen hat,
als sag jetzt mal Maulwurf in der Box in Hongkong. Der hat das Amt als Teammanager übernommen nach den ersten Rennen. Und ja, es wäre jetzt übertrieben, das Ganze zuzuspitzen und zu sagen, nach seiner Rückkehr hat es dann gekehrt mit dem Wettkampfblick für Audi. Aber es ist schon so, er hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass das Audi-Team auch wieder auf die Erfolgsspur zurückgekommen ist. Das hier ist die Trophäe für den Fahrerweltmeister und sie geht an Jean-Éric Vergne. Der vierte Weltmeister in der vierten Saison. Erster Weltmeister Nelson Piquet Jr., zweiter Weltmeister Sebastian Buemi, dritter Weltmeister Lucas Di Grassi und jetzt Season 4 Jean-Éric Vergne. Es wird gefeiert mit Champagner und Konfetti. Alan McNeish, der dürfte nachher gar nicht mehr zur Dusche gehen wollen, denn er ist schon nass genug. Genießen wir diese Bilder vor einer fantastischen Kulisse, vor der Skyline von Downtown Manhattan. Feiert die Formel E Saison 2017-18 ihren Abschluss. Eine spannende Saison. Mit einem würdigen Sieger, mit einem Last-Minute-Teamsieger und mit uns erstmals in dieser Saison als Begleiter hier bei MySports. Wir schauen noch ein Momentchen zu und sind dann gleich wieder im Studio zurück. Der Jean-Éric Vergne ist also der siegreiche Fahrer heute nicht nur mit dem Rennen, sondern am Ende von der vierten Formel E-Saison. Was für schöne Bilder zum Abschluss von dem Rennen und von dieser Saison. Zimi, du hast es vorhin wunderschön gesagt. Es war schon unsere Rookie-Saison bei MySports zum Formel E begleiten. Zimi, ich lasse dir den Vorrang. Was war dein Highlight in dieser vierten Saison? Oh! Schwierige Frage zum Schluss. Ja, vor allem, mein Highlight war, dass man eigentlich grundsätzlich dabei sein konnte. Also es hat sich eigentlich gezeigt, dass das wirklich sackspannende Meisterschaft ist. Es kann immer so viel passieren. Häufig ist es im Sport so, da hast du gewisse Favoriten und die setzen sich dann auch durch. Und es ist alles so ein bisschen plan- und berechenbar. Aber was mich jetzt wirklich beeindruckt hat und was mir wahnsinnig gefallen hat, ist, man weiß nie, was passiert. Und zwar mitten im Rennen, da kann es einer Sekunde so sein und eine Sekunde später ist alles wieder umgekehrt. Also ich bin begeistert. Es klebt, tätscht und macht in der Formel E. Fabio, dein Highlight von dieser Saison, von dieser vierten Saison? Ja, ich würde sagen, sicher, das absolute Highlight ist natürlich für die Serie selber, dass es jetzt schon wieder einen neuen Champion gegeben hat. Dass jetzt eigentlich alle vier Jahre jemand anders war. Das macht natürlich die Serie extrem interessant. Aber ich würde sagen, ganz klar, für mich das Highlight war Zürich. Das ist, dass wir in der Schweiz wieder mal ein Rennen hatten. Es ist sehr, sehr gut angekommen. Es hat mega viele Leute gehabt. Und es war cool, dort zu sein und das können dort zu kommentieren, machen. Wie gesagt, das letzte Mal schon, es war ein sehr anstrengender Tag. Genau, ich bin es nicht gewöhnt, natürlich. Super, anstrengender, als wenn ich im Auto hocke. Aber nein, es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis und habe mich gefreut. Wunderschöne Bilder da hängen drauf noch. Einmal auf unserer Wand. Zimi, Fabio, es war mir eine Freude, mit euch die vierte Formel E-Saison zu begleiten. Es hat gefakt und ich habe Freude, hey, Bro, freut euch noch ein kleines Geschenk. Wir machen einen Blick für und zwar auf einen Rennkalender von der fünften Formel E-Saison. Da kann man sich nämlich freuen. Und zwar am 15. Dezember geht es in Riyadh los in Saudi-Arabien und dann am 25. Nein, am 9. Juni. Zimi. Da freust du dich sicher schon wieder drauf. Zürich. Absolut. Also, ich kann vorher fast ironisch noch sagen, ja, da hast du ein Geschenk, wenn du jetzt das anschaust. Zürich ist einfach noch mit einem ganz kleinen Vorbehalt zu geniessen.
Wir wissen ja, es hat nicht nur all überall Freude gegeben, dass das Rennen in Zürich ist. Es hat eine Petition gegeben, Formel EAD, 2'500 Unterschriften. Die darf man nicht verschwiegen, die muss man akzeptieren, respektieren. Fakt ist, nach der Sommerferien wird der Stadtrat Zürich wieder zusammenhocken und es ist der Stadtrat von Zürich, der dann nachher die Erlaubnis allenfalls erteilt für das nächste Jahr. Und dann wissen wir, ob es effektiv wieder einen grossen Preis, ein E-Prix von Zürich wird geben. Ziemlich sind wir gespannt, ob Zürich oder nicht das Auto, da, das ihr da hinten drauf auf der Wand gerade seht, und zwar das Gen 2 Auto für die nächste Saison. Hier haben wir es ein bisschen weiter rechts hin. Fabio, das macht lustig auf mehr, oder? Würde ich sagen. Ja, also, es sieht sehr, sehr interessant aus, sehr futuristisch. Und ja, es wird bedeutend schneller sein. Ich habe mal ein Onboard-Video gesehen von Nico Rosberg, wo er gefahren ist schon, und es sieht sehr schnell aus. Und ich glaube, es wird auch sehr interessant sein für Teams, weil niemand hat wirklich Erfahrung jetzt. Und so die ersten paar Rennen werden sehr interessant sein. Dankeschön euch zwei. Seid ihr mit dabei in der vierten Formel-1-Saison. Merci vielmals euch daheim. Habt ihr eingeschaltet bei MySports. 12. und letzte Rennen ist vorbei. Der Jean-Éric Vergne ist Weltmeister. Audi Sportabt Schäffler ist Weltmeister in Sachen Teamwertung. Das war es von der Formel 1 live hier auf MySports. Wir sehen uns im Dezember wieder hier. Das sind die besten Bilder von dieser Saison. Ciao zusammen.